What? Was geht ab, Leute? Lines hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich sitze hier heute mit hochkarätigen Gästen. Marvin California ist heute zu Gast. Er hat es geschafft, mal wieder in Deutschland zu sein. Ist hier für ein paar Wochen zu Besuch. Wir haben Freut mich. Boogie zu Gast. Wir haben Belasch zu Gast. Und wir sind hier heute zusammengekommen, um einfach mal über ein paar verschiedene Themen zu reden. So. Ich glaube, was ich merke, was es für ein Unterschied ist von heute zu damals, ist, dass die Leute, die über solche Sachen rappen, das nicht erlebt haben. Weißt du, du hast irgendwelche 19-jährigen Jungs, hast du da stehen bei Instagram, die rappen über Bitches und Drogenticken und ich schicke sie auf den Strich und ich zähle meine Stacks hier und so weiter und pack meine Coke-Packets und alles drum und dran. Aber es wird mehr zum Stilmittel als Auf zu einem jeden Fall, realistischen ja. Abziehbild der Straße. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das ist, glaube ich, das, was der Unterschied ist zu damals, dass es jetzt mehr und mehr glorifiziert wird als etwas Anstrebenswertes, anstatt als etwas, was schon zurückliegt und Ja. worüber du berichtest, weißt Wenn du genug du? finanzielle Mittel hast, dann kannst du dir echte YouTube-Klicks kaufen. Das sind auch keine Fake-Klicks, sondern du kannst ganz entspannt über Google Ads kannst du deine Anzeigen schalten, sodass es 1 Million Leute innerhalb der ersten paar Tage sehen. Es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass wir einfach zu viel haben. Ne? Wir haben ja heutzutage, guck mal, ich sehe das ja bei mir zum Beispiel in Amerika, du gehst in Walmart und du hast ein fucking Ketchup-Aisle. Ne? Also du hast ein ganzes Regal voller Ketchup. Ne? Ja, Da stehen 80 verschiedene Mann. Ketchup-Sorten, die sind irgendwie im Preissegment zwischen 79 Cent und 1,09 $. Ne? Also das ist alles die gleiche Ja, wahrscheinlich Scheiße. sogar. Genau, Meistens auch genau, aufgebaut. genau, So. Gibt es genau. diese Special, Ja, diese. und das ist völlig krank. Ne? Du wirst da erschlagen mit sowas. Ne? Und dann hast du natürlich die gleiche Scheiße auch auf Social Media. Du hast 200.000 verschiedene Insta-Models, die dir da vorleben, dass sie die reichsten Motherfucker der Welt sind und so weiter. Ne? Und dann willst du natürlich auch das erreichen, so weißt du. Und ich glaube, dadurch wird so eine Ellenbogengesellschaft mehr und mehr gefördert, so weißt du. Wenn sich alle einfach mal wieder darauf konzentrieren würden, einfach im Kern glücklich zu sein, weißt du, Ja, sich um seine Nächsten zu kümmern, weißt du. richtig. Einfach so eine Harmonie zu haben in seinem kleinen Kreis, in seinem kleinen Waltungskreis, was du als Mensch, als Individuum machen kannst. Und das Ding ist halt so, dass die materielle Gesellschaft an und für sich halt nicht begreifen kann, dass durch Materialismus keine Form von persönlichem menschlichem Glück zu erreichen ist. Das ist für manche Stimmt. Leute ist es möglich, sein Glück zu verdoppeln und zu verdreifachen. Aber es ist Aber immer wenn du im kurzfristig, Kern jawohl. kaputt bist, ja, dann wird dir deine Rolex jetzt nicht weiterhelfen. Da bist du halt ein Kaputter mit einer Rolex. Und ich glaube, Das war's, du weißt freust du? dich 15 Minuten darüber und dann ist das halt, dann ist das so, dann ist das schon wieder, Ja. ja, was will ich als Aber das sind nächstes nicht die. so? Wenn du halt gute Musik machst, vertrittst du auch irgendwie eine Meinung oder die Musik, die Belasch und ich machen, hast Richtig. du auch irgendwie ein Statement. Ja, safe. Aber du musst frei von Statements sein, halt, dass die ganze Welt zu deiner Melodie tanzt. Dieses allgemeine Problem ist halt auch, dass Rap momentan aus dem Rap-Kosmos ausgebrochen ist. Weißt du, wie ich Ja, meine? Mann, safe. Wir haben halt, Rap ist die Es neue kann nicht, Popmusik. Es ist die es ist kein Popmusik, Nischengenre mehr. Es ist genau. kein Und du Nischengenre. hast halt so bei diesen, ne, also bei diesen Nachwuchsrappern, die wir gerade auch schon angesprochen haben, hast du halt nicht mehr viele Hörer dabei, die noch einen Biggie kennen oder einen Tupac kennen oder so. Ne? Das sind keine Leute, die sich mit der Kultur an sich beschäftigen. Das sind Leute, die schnelle Nummer wollen, so für zwischendurch, so weißt du. Und die pumpen diese Spotify-Lists nicht wegen den Artists, weißt du. Die kaufen nicht in ihre Boxen, die kaufen nicht in ihre Merch oder so. Die konsumieren diese Musik, weil sie frei verfügbar ist für einen Zehner pro Monat, den wahrscheinlich noch die Mutti oder der Vati gesponsert hat, weißt du. Und eine Und das. Million, die du schnell bekommst, verlierst du halt auch Genau, schnell. Das ist genau, genau. Das kurzlebig. ist immer mehr schnelle Massenware, deswegen gibt es auch keine 16er mehr, deswegen wird nur noch ein 12er gedroppt. Es war nicht so leicht abrufbar, weißt du, wie Ja, ich Mann, meine? Guck safe. mal, heutzutage hast du Spotify, YouTube, jeder kleine Schwanz hat doch heutzutage ein Smartphone, ne? Und da setzt du dich halt hin so mit, packst du in so ein paar Kinder-Apps drauf und denkst, das ist Erziehung, ne? Aber damit hat sich's halt nicht, ne? Und du hast halt, heutzutage hast du kleine Kiddies, die im Alter von 6 Jahren so eine Musik hören, ne? Hast du vollkommen recht. Aber ist das Bespaar noch Kinder oder so kontrollierbar hätten gar für nicht die Eltern? Ist Chance, drei das noch Stunden irgendwo Ich im glaube schon, Internet zu wuseln? ich glaube schon, Das hat halt keine dass der, Auswirkung. ich glaube Ja. Das schon. hat keine schlimme Auswirkung. Wenn du aus einer guten Familie kommst, hat es halt keine schlimme Auswirkung. Ja, Da kannst du aber. auch mal früher einen Film sehen, der ab 16 ist, da kannst du auch mal Was zwölf ist eine sein. gute Familie für Weißt dich? du? Oh, eine gute Familie ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Das ist halt einfach eine intakte Familie, die sich nicht zusammenhält, weil sie muss. Okay. So. Also wenn du eine glückliche Kindheit gehabt hast, in einem intakten Elternhaus, am besten keine Scheidungskinder, das wäre natürlich immer optimal. Und dass du halt viel Liebe abbekommst und Anerkennung und dass du auch dann gesagt bekommst, halt, dass du auch Sachen richtig machst im Leben, dass du nicht runtergebuttert wirst, dass dir dein Selbstvertrauen nicht zerstört wird und dass du aus deinen eigenen Kreisen halt gute Vorbilder dir ziehen kannst, wo du merkst, okay, der Onkel Peter, das ist ein nicer Typ, so, der hat dies und das gemacht, weißt du so? Das sind halt solche Sachen, die existieren immer weniger und weniger. Wenn jetzt Bones MC und Raf Camora auf einem
Dancehall-Beat-Rappen ist es ein Dancehall-Song. Tut mir leid. Also so, weißt du, die Definitionen sind da ganz klar gesetzt, die kannst du dir nicht aussuchen. Weißt du so? Wenn jetzt ein Mensch da um die Ecke kommt und macht jetzt irgendwas mit Helene Fischer, aber hat einen Rap-Part drauf, ist das Hip-Hop jetzt oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nein, das funktioniert so nicht. Der überschwemmte Markt hat einfach nur, du hast vollkommen recht. Absolut. Ne? Wenn du mal schaust, wie viele Alben jeden Freitag rauskommen, du kommst da gar nicht mehr hinterher. Weißt du, bei mir zum Beispiel auf meinem Kanal, essentieller Bestandteil ist so Album-Reviews und so weiter. Ne? Wir schreiben immer tausend Leute so, ey, kannst du mal das reviewen und ich denke so, Alter, ich habe nicht die Zeit dazu, weißt du, weil du hast vollkommen recht, da kommen jeden Freitag wahrscheinlich hunderte von Alben raus. Heute geht es nur darum, dass du die Leute in den ersten 30 Sekunden catchst, damit du die Marke catchst, damit dein Play gezählt wird und dass die Leute den oft genug hören können. Also ja, es ist repetitiv möglich geworden, weil sich Songs und sogar Stimmen gleich anhören, so. Es hört sich alles gleich an. So. Früher waren Sachen noch besonders. Sie haben sich abgehebt. Der Produktionstyp von RZA beim Wu-Tang Clan hat sich total unterschieden von dem von Dr. Dre an der West Coast. Das große Problem ist, was die Gleichschaltung bringt, ist die Seelenlosigkeit. So. Ja. Die Musik heutzutage einfach ein ganz großes Problem. Und zwar die Schwarzmagie wird in einer gewissen Richtung benutzt und zwar einfach nur konsumieren lassen, wie es halt da ist. Wenn Dieter Bohlen mit seinen über 200 Millionen verkauften Platten sich bei DSDS hinsetzt und sagt, hast gut gesungen, aber ich fühl das nicht. Das war mega. So, ich fühl das nicht. Kein Gefühl, kein Dix. Der hat's begriffen, weil am Ende des Tages brichst du die Musik am Ende, wenn alle Diskussionen weg sind und wir alle uns den Mund fusselig geredet haben, bleibt nur noch eine Sache übrig. Kannst du Emotionen bei dem anderen auslösen oder nicht? Und das können diese Songs heutzutage nicht. Deswegen sind sie nichts Besonderes, deswegen klingen sie gleich, weil A kopiert B, B kopiert C und dann geht die Reihe immer weiter. So, aber finde man mal diesen Song, der wirklich in dir was... Oh shit, so. Weißt du so? Davon gab es früher ein bisschen mehr, heutzutage ein bisschen weniger. Ich habe Leute kennengelernt, die haben original 20 Jahre lang, haben sie an ihrer Gitarre gesessen und sind Elite. Weißt du, wenn ich mir ein Gitarrensolo von Slash oder von Eddie Van Halen reinziehe, das ist ein Leben lang an Arbeit. Der andere chillt, frisst seine Pizza, kriegt Hartz IV, bumst deine Braut, Alter, kifft 2-3 und schreibt einen 16er nebenbei. Ich soll vor dem Respekt haben als Musiker? Ich war mit DJ Denetic auf Tour, ich arbeite mit DJ Crap, die haben Skills. Ja, weißt du, das wird dir B auch erklären können. Die haben Skills, die können was. Heutzutage sagen die, Vibe mit Silikontitten, stecken USB rein, ist DJ. Und das meint B, glaube ich, auch ähnlich bei Rap. Ich mache seit 2001, mache ich Beats, seit 98 bin ich DJ, seit 2004 habe ich Raps da draußen zu sitzen. Und ich habe Audio-Ingenieurswesen studiert und abgeschlossen. Verstehst du, was ich meine? Ich kann aber kein richtiges Instrument, beherrsche ich nicht gut. Ich habe jetzt Klavierunterricht angefangen zu nehmen und so weiter und merke, was für ein Hustle das ist, das zu üben, das zu perfektionieren und so weiter. Wie viel Arbeit, wie viel Schweiß, Blut und Tränen dazu gehört, dieses Craft zu perfektionieren. Und in dem Augenblick, wenn ich mich dann mit Prince vergleiche als Musiker, ich sage, ey, ich halte meine Fresse, Bruder, lass mal sein. Der spielt 5 bis 6 Instrumente auf Elite-Level, auf Elite-Level, ja. Der kann, Alter, weißt du, die Chords und die Akkorde und Musik schreiben wie so ein verfickter Mozart und singt auch noch eine der klarsten Kopfstimmen da oben und ist einfach brutal im Songwriting. Jetzt komme ich jetzt daneben so. Ich fühle mich wie ein Kind. Ich habe mein musikalisches Potenzial nie erreichen können. Ich bin jetzt bei 20%. Die Leute, mit denen ich mich unterhalte, sind, dafür die bin ich Prince. Verstehst du, was ich meine? Aber die sind so großmäulig. Wo ich mir dann denke, ey Junge, was macht dich jetzt so großmäulig? Deine Klicks? Aber Erfolg hat doch heutzutage auch einen viel größeren Stellenwert. Ne? Es gibt ja so viele Leute, die sich durch Erfolg definieren. Das ist heutzutage, das ist Hype so, ne? Das ist Mode. Ey, Alter, ich habe mehr Klicks als du, du hast gar nichts zu sagen. So, ja, ne? Und du bist aber... Heutzutage ist nicht das erfolgreich, was gut ist. Es wird als gut gegolten, wenn du erfolgreich bist. So automatisch so. Ja. Ne? Und das ist scheiße, Mann. Das ist ein scheiß Trend, Alter. Ne? Die Leute kriegen den Respekt, den sie verdienen. Als allererstes, um ein noch viel, viel komplizierteres Thema jetzt noch viel kürzer zu machen, muss man, wie der Bruder schon vorhin gesagt hat, in seinen eigenen Kreisen anfangen. Ich finde, man sollte doch Geduld haben, weißt du, weil sowas lässt sich nicht von heute auf morgen ändern, weißt du, wie ich meine? Und man sieht auch, wenn man auf diese Künstler guckt, wenn man auf kleine Achtungserfolge schaut, es geht nach oben, weißt du, wie ich meine? Aber es geht natürlich nicht von heute auf Platz 1 oder so, weißt du? Man darf nicht immer in Relation setzen, okay, wenn du keine 100 Millionen Klicks hast, bist du ein Loser, bist du ein Flop oder so, weißt du? Wenn du zum Beispiel so einen Künstler verfolgst und du schaust, was der für Zahlen erreicht hat vor 5 Jahren und was der für Zahlen erreicht heute, da siehst du deine Steigerung. Und dann ist das ein guter Trend. Aber Dicker, das Ding ist, das hatte ich ja auch vorhin schon angesprochen, diese Zahlen sind nichts mehr wert heutzutage. Du darfst dich nicht auf eine Ebene stellen, weißt du? Du darfst nicht einen Mero mit seinen 100 Millionen Klicks auf eine Ebene stellen mit einem, der vielleicht ein Real Keeper ist, weißt du, der auch wirklich versucht, Werte zu vermitteln, der versucht, in der Welt nachhaltig etwas zu verändern. Den darfst du nicht damit vergleichen, weißt du? Ich rede einfach nur davon, wenn der in seinem kleinen Kosmos trotzdem homogen wächst, über die Jahre hinweg,
nicht von heute auf morgen auf Platz 1 in den Single-Charts ist, das darfst du nicht erwarten. Dann bist du enttäuscht, dann wirst du depressiv. Dann denkst du, die ganze Welt ist scheiße. Dann denkst du, es gibt keinen Ausweg aus dieser Scheiße und alles drum und dran. Aber wenn du siehst, dass der in seinem kleinen Kosmos, ohne ihn auf ein Mero-Level zu heben und ihn dagegen so als Flop abzustempeln, wenn du siehst, dass der wächst, dann ist das doch was Schönes. Weißt du, wie ich meine? Und dann, dann sind wir auf einem guten Weg. Klar, dieser Weg ist langsam, dieser Weg ist steinig, dieser Weg ist mit vielen Hürden geebnet und alles drum und dran. Aber du siehst auf jeden Fall, dass diese Leute auch nicht an Relevanz verlieren, sondern sehr, sehr langsam vielleicht. Vielleicht auch zu langsam, aber irgendwie genau. Noch stetig an Gewicht. Sehr langsam, gewinnen, langsam gewinnen. So, nochmal, das genau. Ist sicher bei vielen Künstlern. Alle werden größer mit der Zeit. Es gibt kaum Künstler, die ich kenne, die in den letzten 4, 5 Jahren nicht größer geworden sind. Ganz wenige. Also wenn, dann haben die wirklich alles falsch gemacht.